Liebe AK4ler, willkommen zur heutigen Sitzung. Es ist die erste Sitzung im Februar des Jahres 2014 und somit was ganz Besonderes. Außerdem sind wir alle anwesend. Ach, stimmt. Wir sind nicht alle anwesend. Es ist doch nichts Besonderes. Dann können wir zunächst, falls es dort was gibt, über Anträge zum nächsten Plenum oder auch zum übernächsten Plenum sprechen. Hätte da jemand was für uns? Ich weiß, dass wir vom A02 das letzte Mal schon eine kleine Aufzählung gemacht haben, den brauchen wir nicht wiederholen, aber gibt es gerade was? Liegt was an? Linus? Also nicht zum nächsten, aber zum März-Plenum. Wollen wir einen Antrag machen zur Evaluierung von Wirtschaftsförderprogrammen? Da scheint es so zu sein, dass in der Familienpolitik und in der Arbeitsmarktpolitik immer bessere, auch statistische Auswertungen gemacht werden. Also ob das Geld überhaupt gut eingesetzt wird, also ob die Programme wirklich ihren Zweck erzielen. Und da gibt es zum Glück ein Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums und die haben Kriterien mal aufgestellt. Und das ist eine super Vorlage für uns hier, mal wirklich eine Evaluierungskultur hier zu fordern. Da gehört nämlich eine ganze Menge dazu, auch Transparenz von Ergebnissen. Zurzeit wird viel intern evaluiert, wird qualitativ evaluiert und die interessanten Ergebnisse erfährt die Öffentlichkeit vermutlich gar nicht. Und da kann man eine Menge machen und da werde ich meinen Antrag dann zusammenschreiben, in den nächsten 2 Wochen und dann im nächsten AK4 dann hier einbringen. Stimmen dazu? Sonst sage ich, transparente Evaluierungskultur fordern, finde ich gut. Deswegen habe ich auch Transparenz eigentlich schon. Denn ich habe das hinzugefügt mit Transparenz. Ja. Du hast nur Evaluierungskultur gesagt. Fand ich auch ein schönes Wort. Und ich kann das auch bestätigen. Also im Hochschulbereich haben wir natürlich sehr viele so Durchläufe und sowas. Ja. Ne? Wenn das im Wirtschaftsbereich nicht passiert. Also theoretisch kann man das natürlich, also wir werden es jetzt für uns fordern, aber ich meine eigentlich kann man das überall da machen, wo es irgendwelche Förderprogramme gibt. Also die auch, also in der Arbeitsmarktpolitik zum Beispiel oder angeblich auch in der Familienpolitik. Aber da haben wir ja nicht, wären andere Ausschüsse, ne, als hier vorhanden. Wir können das ja gerne gleich in den AK3 auch mal mit reinnehmen, als nur damit man weiß, dass es das gibt. Aber wenn der Antrag noch relativ frühzeitig käme, könnte man ja auch mal schauen, wie das bei anderen Programmen aussieht, ob das da genauso sind. Damit es auch in die Presse kommt, so ein bisschen, ne? Wäre es natürlich toll, wenn man schon mal fordern könnte, dass die Programme hier nichts bringen. Also, dass man mit einem negativen Ereignis beginnt und das als Anlass sieht, dann eine bessere Evaluierung zu fordern. Na, also da muss man natürlich nochmal in die entsprechenden Programme gucken und mal schauen, ob man da auch einen guten Anlass für findet. Ja. Dazu noch? Ansonsten, was haben wir sonst so in der Pipeline, außer das, was wir letztes Mal gehört haben? Ich weiß, wir haben diesmal im Plenum auch nicht besonders viel. Gut, erstmal nicht, dann hören wir uns erstmal den Ausschussbericht an. Die Ausschussberichte. Ich beginne heute mal, weil wir das letzte Mal A02 ganz hinten hatten, jetzt wieder ganz vorne. Ich sehe gerade, da steht noch was drin, das gehört da gar nicht rein. So, mach es ein bisschen kürzer. Also, die nächste Ausschusssitzung ist diese Woche am Donnerstag und wir haben, also die nächste Ausschusssitzung ist eigentlich morgen, aber zur Anhörung komme ich gleich. Die nächste normale Ausschusssitzung ist jetzt am Donnerstag von Bau und Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr. Und wir haben gleich am Anfang ganz viele Themen, die wir auf die Tagesordnung gesetzt haben. Zwar wurde schon länger angeboten, dass wir mal über die ÖPNV-Zukunftskommission sprechen.
Wir haben es immer wieder wiederholt und jetzt kommen auch die beiden Vorsitzenden der ÖPNV-Zukunftskommission mal vorbei und berichten uns. Deshalb fangen wir um 13 Uhr an und nicht um 13.30 Uhr am Donnerstag. Und diese ÖPNV-Zukunftskommission ist etwas, was die Landesregierung eingesetzt hat. Die hat evaluieren lassen, was kann man denn Tolles im Bereich ÖPNV machen oder was muss man auch machen. Daher kommen auch diese Zahlen, die wir verwendet haben, schon, dass uns bis 2016 1,1 Milliarden Euro allein für die Erneuerung der, für die Instandhaltung der Stadtbahn, Trassen und U-Bahnen fehlen. Und und das hat allerdings natürlich die Landesregierung zwar toll begeistert aufgenommen, auch eine Pressemitteilung verbraten, aber sie handelt gar nicht danach, was diese ÖPNV-Zukunftskommission evaluiert hat. Gut, wir hören uns das an und stellen ein paar Fragen, mal gucken, wie es dann weitergeht. Dann haben wir eine Anhörung gehabt, eigentlich im Europaausschuss, zum Thema Gigalinern. Keine europaweite Einführung von Gigalinern durch die Hintertür. Wie wir wissen, ist die Hintertür einfach zu klein für Gigaliner. Und wir hatten eine sehr, sehr schöne Anhörung, würde ich sagen. Die hat doch einiges auch gebracht und wir werden jetzt wahrscheinlich in diesem Ausschuss jetzt über den Antrag abstimmen. Dann haben wir einen Bericht angefordert von der Landesregierung zum Thema Beitritt des Landes Nordrhein-Westfalen zur DGES. DGES ist eine Einrichtung, die gegründet wurde im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung, um die ganzen Baustellen im Bereich Straßenbau zu koordinieren und zu planen und dort Planungsaufträge zu vergeben. Habe ich das ungefähr richtig formuliert? Ja, also ungefähr grob passt das. NRW hat bisher daran nicht mitgemacht. Also die haben bisher nichts da an DGES vergeben. Der Bericht ist heute angekommen, der Landesregierung, der schriftliche. Jetzt wollen sie doch an DGES praktisch Aufträge vergeben. Kritisiert wird von Straßen NRW beziehungsweise vom Personalrat von Straßen NRW wird kritisiert, dass man das auch in-house bei Straßen NRW erledigen kann. Und wenn nicht genug Kapazitäten und Ressourcen da sind bei Straßen NRW, hängt das natürlich einerseits daran, dass man aus Gründen der Sparsamkeit, Schuldenbremse und so weiter und weil man immer mal wieder dort schön kürzen konnte, inzwischen sehr viel Personal eingespart hat. Andererseits könnte man trotzdem ja noch bei Straßen NRW auch direkt die Projekte outsourcen. Man müsste nicht zum Outsourcen der Projekte nochmal die DGES zwischenschalten. Das war so ungefähr die Stellungnahme von Straßen NRW, die sich natürlich um ihre Perspektiven und Jobs dort Sorgen und Gedanken machen. Und dort haben wir morgen auch nochmal einen mündlichen Bericht der Landesregierung. Ich glaube, die meisten anderen Sachen sind nicht ganz so interessant, dass ich jetzt hier erzählen muss, auch wenn sie natürlich insgesamt interessant sind. Das Einzige, was ich noch herausheben möchte, ist die Zukunft des LKW-Mautsystems und Toll-Collects, wo Herr Priggen und Herr Ott hat das auch nochmal bestätigt. Die Idee hatten, also Grüne und SPD, die Idee hatten, dass NRW ja das Toll-Collect-System übernehmen könnte. Mal, es ist noch offen, wer demnächst Toll-Collect übernimmt oder ob das bei den bisherigen Betreibern bleibt. Theoretisch wäre es am geschicktesten, der Bund übernimmt es selber und betreibt es selbst. Aber es gibt so einen interessanten Vorstoß von Herrn Priggen und Herrn Ott, beziehungsweise Herr Priggen hat es aufgeworfen. Warum übernimmt NRW das nicht? Die Landesregierung hat das im Wesentlichen dementiert in dem Bericht, wenn ich den. Also ich habe. Ja. Trotzdem hat NRW, das Ministerium da erstmal gesagt, hat es nicht vor, das zu tun. Dann haben wir ganz, ganz viele Anhörungen. Morgen ist eine sehr interessante Anhörung zum Thema Binnenschifffahrt. Da geht es auch
um NRW als Hinterland von Rotterdam und Antwerpen. Es werden uns auch Piraten besuchen. Es gab auch sogar schon im Vorfeld einige Mailwechsel von Piraten in Duisburg und in Niedersachsen zu dem Thema. Und ja, ich erwarte durch eine interessante Diskussion dort. Wir sind die Fraktion, die vor allem geguckt hat, dass sie die Fragen aufwirft zum Thema Rheinvertiefung, weil wir, glaube ich, die Einzigen sind, die nicht sofort Hurra schreien, sondern das gerne erstmal angeguckt haben wollen. Und zweitens zum Thema Partikulierer. Das sind selbstständige Schiffer, die nur ein Schiff haben. Was passiert jetzt eigentlich dann mit denen, wenn wir umsatteln auf größere Schiffe, mehr Kapazitäten und so weiter und so fort. Dann haben wir noch Anhörung Bürgerenergieprojekte übermorgen, aber dazu wird wahrscheinlich gleich Ella Kai was zu sagen. Dann haben wir Anhörung Wohnraumförderung, Anhörung Wohnungsaufsichtsgesetz, Anhörung ISGG, hilf mir nochmal. Und wir haben Anhörung am 18. März zum Thema Finanzierung Infrastruktur, ÖPNV. Das war unser ÖPNV-Rettenantrag. Und da müssen wir bis irgendwie, wahrscheinlich bis morgen, unsere Inputs liefern. Zu den anderen Sachen haben wir schon unsere Inputs geliefert. Ja, das ist nochmal ein Kraftakt nachher, das fertig zu machen. Gut. Das war ein grober Überblick über das, was so jetzt kommt bei uns. Was wir an Themen noch vorhaben, habe ich ja erzählt. Beim Fraktionentreffen hatten wir gestern auch noch einen kleinen Slot zum Thema Mobilität, wo wir uns ausgetauscht haben mit anderen Fraktionen. Da es gerade gut passt, berichte ich mal ganz kurz darüber. Wir haben alle erzählt, was wir Schönes gemacht haben. Die Saarländer waren zwar gerade nicht in dem Slot, aber bei denen weiß ich ja auch ungefähr, was sie tun. Wir haben auch noch einen fahrscheinlosen ÖPNV-Antrag oder zumindest einen ÖPNV-Antrag, den ich mir noch nicht angeguckt habe, in petto. Die Berliner machen ein Gutachten zum fahrscheinlosen ÖPNV. Ansonsten sieht es bei den Berlinern im Bereich Mobilität gerade sehr im Umbruch aus. Der Andreas Baum ist der neue Sprecher für Bauen und Verkehr. Der Faxe macht es nicht mehr. Und deshalb, Andreas Baum. Und deshalb kam jetzt aus Berlin nicht ganz so viel an Input, sondern eher interessierte Fragen. Schleswig-Holstein möchte gerne auch so eine Verkehrswendekonferenz machen, zumindest was Ähnliches. Und Berlin und Schleswig-Holstein haben uns dann ausgefragt, wie wir denn diese Verkehrswendekonferenz gestimmt haben, was man aus unseren Fehlern lernen kann und so weiter. Und da haben wir dann natürlich erzählt, wir haben keine Fehler gemacht. Nein, also wir haben berichtet, wie unsere Erfahrungen so damit waren. Und vielleicht kriegen wir da auch noch ein paar hübsche Konferenzen, die wir dann besuchen können. Das war im Grunde... Also wir haben Kontaktadressen ausgetauscht, auch deine. wir haben Kontaktadressen ausgetauscht. Wird eine Mailingliste zum Thema Bauen und Verkehr eingerichtet, die wir innerfraktionell benutzen können. Mal gucken, ob das gut funktioniert. Ich glaube, die Referentin aus Schleswig-Holstein wird sich bestimmt melden, die war da ganz engagiert dabei. Und in Berlin wird übrigens noch ein Referent gesucht für 15 Stunden. Also wenn man im Stream jemand Bock hat, ich hoffe hier von diesen Anwesenden hier niemand, 15 Stunden pro Woche in Berlin Referent für Bauen und Verkehr ist gerade frei. Ja, ich glaube, das war es jetzt aber auch aus dem Bereich. Hat noch jemand Ergänzungen, Anmerkungen, Fragen? Für die, die zwei Stunden oder zweieinhalb entbehren können, denen empfehle ich die Kurzfassung des
Endbericht der ÖPNV-Zukunftskommission, von der Olli gerade erzählt hat, 58 Seiten. Und auf diesen 58 Seiten werden nicht nur die Zahlen benannt, die wir zuletzt verwendet haben, sondern dort wird auch gefordert, nach Abschluss der Kommission einen ständigen ÖPNV-Beirat zu bilden. Darauf sollten wir im Ausschuss am Donnerstag nochmal zu sprechen kommen, finde ich. Mit diesem Beirat wird eine Forderung über das terminierte Arbeiten einer Kommission hinausgestellt. Und ich finde das sehr sinnvoll, darüber nachzudenken, ob sowas nicht hilfreich sein könnte. Ansonsten fand ich als inhaltliche Bewertung diesen Bericht vor allen Dingen deshalb außerordentlich spannend und hilfreich, weil er viele Punkte bedient, die wir als Gegenstände aufgeworfen und in die Debatte gebracht haben. Nicht überall kommen sie zum selben Ergebnis, also der Punkt Fahrscheinlos wird zum Beispiel nicht extra behandelt, aber ansonsten gibt es eine ganze Menge Punkte, die direkt so hätten von uns geschrieben sein können und die im Ausschuss und in der parlamentarischen Beratung bisher überhaupt nicht thematisiert wurden, also die überhaupt nicht aufgeschlagen sind bisher. Da haben wir, glaube ich, ein gutes Pfund in der Hinterhand. Zumal da auch einige Sachverständige dabei waren, die, glaube ich, mit unseren Positionen durchaus sympathisieren. Ich möchte dich insoweit korrigieren, dass der fahrscheinlose ÖPNV tatsächlich auftaucht, extra mit einem Satz, steht da extra nochmal drin. So nach dem Motto, das müssten wir noch schnell reinschreiben. Kann keine Lösung sein, steht da. Wird überhaupt nicht ausgeführt, warum nicht? Also Link zur Kurzfassung, ich belasse es netterweise bei der Kurzfassung. Ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe die Langfassung, die deutlich umfangreicher ist und die auch nur als Download beim Ministerium zu kriegen ist, noch nicht so genau gescannt, dass ich überprüfen kann, ob dieser Satz dort irgendwie sich wiederfindet. Ich glaube nämlich, dieser Satz, fahrscheinloser ÖPNV kann keine Lösung sein, nur in der Kurzfassung auftaucht, aber ich weiß es nicht. Dann stelle ich jetzt die Langfassung auch noch als Link rein. So, weitere Anmerkungen, Ergänzungen, Fragen? Ansonsten kämen wir jetzt zum A17. Das ist also der Unterausschuss Klimaschutzplan, der hatte getagt und hatte allerlei Fragen der FDP, die nochmal beantwortet wurden, die so ein bisschen, ja, die FDP-Fragen eben zum Klimaschutz, nichts wirklich, was ich wirklich als großartig relevant bezeichnen würde. Und guck gerade mal so durch. Es gab eine Diskussion zum Thema Produktbilanzierung oder nicht. Also wie man Produktbilanzierung durchführen will, Quelle oder Quellenbilanzierung. Das ist halt schwierig, die richtige Methode zu finden. Die eine Methode, die es da gibt, die ist nicht so ganz genau. Die andere ist aber so komplex und schwierig durchzuführen. Das wird ein Riesenaufwand, eine Riesendatenmenge. Und wird allein auch dadurch ungenau, weil das gar nicht zu leisten ist. Also man hat sich dafür die Produktbilanzierung und nicht die Quellenbilanzierung entschieden. Das wurde dann etwas länger diskutiert, aber es scheint mir die richtige Methode zu sein, damit umzugehen im Moment. Ja, das war es eigentlich im Wesentlichen. Was mir so einfällt jetzt. Ergänzung oder gleich? Der richtige Ausschuss. Ich wollte jetzt zum richtigen Ausschuss sagen. Ich hänge jetzt ja nicht so an der Reihenfolge, aber das war jetzt ja der Unterausschuss Klimaschutzplan. Danewort hat ja vorhin, glaube ich, dass er das war schon reingeschrieben, dass wir auch am Mittwoch wieder tagen. Im Januar ist der Ausschuss ausgefallen und dass wir heute Nachmittag erst das Vorbereitungstreffen haben, ist sehr umfangreich. Inzwischen sind 12 Tagesordnungspunkte. Von meiner Seite aus wollte ich nur sagen, jetzt kommt endlich das Gesetz über das nicht gewerbliche Halten gefährlicher Tiere wildlebender Art in den Ausschuss, obwohl ich das schon im September eingebracht habe. Es ist jetzt das erste Mal im Ausschuss. Ich gehe davon aus, dass die dem Versprechen des Ministeriums geglaubt haben, dass bis Ende des Jahres ein eigener Antrag, Gesetzentwurf vorgelegt wird. Das ist natürlich nicht der Fall und jetzt wird endlich mein Antrag behandelt und
Das Delfinarienverbot-Ding ist jetzt auch das erste Mal auf der Tagesordnung. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Grünen da verhalten werden, weil ein ähnlicher Antrag ja letztes Jahr im Bundestag von Ihnen gestellt worden ist. Und das wird eine ganz interessante Sache. Ansonsten, Kai Dannebott, Themen von eurer Seite besonders zu erwähnen? Wir haben heute zum Beispiel 4 neue Tagesordnungspunkte bekommen. Also ich habe die heute erst gesehen, muss ich sagen. Und das sind teilweise irgendwie über 35 Seiten. Und die Berichte, die gibt es auch immer erst. Also ich habe Donnerstagabend einen gekriegt und wie gesagt heute dann den Rest. Ich finde, das sollte man da mal sagen, das geht nicht. Also ich kann nicht innerhalb von 2 Stunden irgendwie die 4 Tagesordnungspunkte mit irgendwie 40, 50 Seiten durcharbeiten. Und man geht dann dahin und liest quer. Ich meine, gut, ich könnte natürlich überall ein bisschen was zu quatschen, aber das ist, finde ich, einfach nicht mehr in Ordnung. Also. Und ich weiß, dass die CDU das schon öfter moniert hat. Ich verstehe das auch nicht, wieso die Sachen nicht mal wenigstens eine Woche vorher da sein können. Also das ist ein ständig wiederkehrendes Problem in diesem Ausschuss. Das ist schon mehrfach moniert worden, wie Heidemarie ganz richtig sagt. Und die einzige Möglichkeit, damit umzugehen ist, und das haben wir auch schon mehrfach gemacht, ist dann einen Tagesordnungspunkt zu schieben. Wenn du 2 Tage vorher ein 35-seitiges Konvolut kriegst und auch jede Menge anderen Kram auch auf der Tagesordnung hast, dann geht das einfach nicht. Und deshalb werden wahrscheinlich einige, gehe ich mal von aus, einige Sachen auch geschoben werden wieder übermorgen. Ja, das ist kein Problem des A17, sondern das ist ein generelles Problem. Das tritt überall mal wieder auf. Und dazu würde ich mir dann tatsächlich mal eine Haltung der Piratenfraktion wünschen, dass die dann grundsätzlich sagt, wir wollen das auf der Tagesordnung nicht haben, schiebt es bitte weiter. Dass wir uns vielleicht mal über die Ausschüsse hinweg darauf einigen, dass wir das dann jedes Mal beantragen, diese Tagesordnungspunkte zu schieben, weil ich das auch für unsäglich halte. Manchmal kommen die sogar erst den Abend vorher. Also das ist einfach nicht machbar, das ist nicht zu leisten. Okay, wenn es überall auftritt, das Problem, dann sollten wir vielleicht tatsächlich, ich weiß noch nicht in welcher Form, ähnlich wie wir morgen vielleicht die Sachen mit dem Protokoll geben, besprechen, schlicht und einfach das als so eine Art Beschluss einfach mal fassen. Mit dem A02 haben wir, glaube ich, nicht mehr so ein großes Problem damit. Natürlich tritt es bei uns auf. Wir brauchen uns aber den sehr lautstarken Äußerungen von Herrn Schemmer im Grunde nur mal anschließen, was Herr Rasch von der FDP auch tut, der sehr sensibel ist und auch sehr lautstark natürlich da reagiert. Insofern hilft es vielleicht auch tatsächlich, lautstark zu reagieren und in der Obleuterunde oder im Sprecherkreis, wie es auch immer heißt, da wirklich jedes Mal ordentlich einmal auf den Tisch zu hauen, wenn das passiert. Oder auch in der Ausschusssitzung direkt das jedes Mal wieder zu sagen, anders funktioniert es nicht. Wir haben jetzt, glaube ich, bei uns im Ausschuss, auch wenn es dann natürlich sehr angespannte Diskussionen immer darum gibt, aber es hat sich ganz gut, glaube ich, mittlerweile eingepegelt, dass wir die Vorlagen meistens rechtzeitig kriegen und andererseits wir uns auch Mühe geben, 10 Tage vor der Ausschusssitzung spätestens unsere Berichte anzufordern von der Landesregierung, was auch, glaube ich, nicht in allen Ausschüssen so klappt, dass die Landesregierung immer genug Zeit hat. Das heißt, wenn die Landesregierung natürlich den Bericht, die Anforderung eines Berichts erst irgendwie 4 Tage vorher kriegt, dann kann auch der Bericht nicht 4 Tage vorher vorliegen, das ist klar. Dann A18. Sonst machen wir jetzt A18, ja? Ja, du hast noch was, okay. Also Anhörungen sind bei uns in nächster Zeit jetzt nicht geplant, ne? Innerhalb der nächsten 2 Wochen. Ich habe ja sonstige Themen dann noch reingeschrieben ins Protokoll, dass ich da mehrere kleine Anfragen zum Fracking und im Zusammenhang mit dem LEP in der Mache habe, in enger Zusammenarbeit mit den Fraktivisten auch wieder. Ich hatte auch wieder kleine Anfragen rausgeschickt zu Atom. Es gibt ein ausgekohlt Vernetzungstreffen am Sonntag, da werde ich hinfahren, weil da gibt es interessante Neuigkeiten zu einem Angriff während der Waldräumung vorletzten Jahr auf Steinwürfe auf RWE-Mitarbeiter gegeben und es gibt interessante Neuigkeiten über den Täter, das will ich aber verifizieren.
Und dann gibt es ein internationales Treffen in Südfrankreich von den Aktivisten, Vernetzung europaweit mit Nordafrika, Maghreb. Im März, da fahre ich dann auch hin. Das ist so das Wichtigste jetzt von sonstigen. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen in der Mache. Da haben sich Piraten bei mir gemeldet. Es gibt Gelsenkirchen, BP. Und es gibt verschiedene Stellen, wo wohl jetzt Wälder blitzschnell gefällt werden für Windmühlenanlagen, wo aber die Windmühlenanlagen selber noch gar nicht genehmigt sind. Da habe ich zwei so Anfragen bekommen, wo ich dran gehe und ja, so der übliche Kleinkram, der halt immer so kommt. Du hast morgen noch auf die Fraktionssitzung die Sache mit Fukushima überall war das, ne, oder? Gesetzt? Ja. Das ist auch am 8. März eine Demonstration in Jülich wieder gegen Atomanlagen und ja, da hatte ich einfach nur darum gebeten, dass wir da als Unterstützer mit auftreten, die Fraktionen und auch der Landesvorstand halt. Das ist aber jetzt nichts Besonderes. Weil es gerade reinpasst, Heidemarie und ich waren ja letzten Freitag auf einer Veranstaltung von Holz und Wald, Wald und Horst, Forst und Wald, wie auch immer. Wald und Horst. Ging auf jeden Fall um die Aufarbeitung des Kyrillsturms. Und war auch heute ja auch in der Presseschau, weil da ein Gutachten vorgestellt wurde. Knackpunkt war, dass damals 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wurden, um die Schäden zu beseitigen. Und davon sind nur die Hälfte abgerufen worden, was allerdings an den ökonomischen Interessen der Waldbauern liegt, weil die würden gerne Fichte pflanzen, weil es ökonomisch für sie am besten ist. Und die Landesregierung schreibt vor, dass sie da einen Mischwald pflanzen anscheinend. Und das wollen die dann einfach nicht. Und deswegen ist halt erst die Hälfte abgerufen worden und da gab es dann die große Kontroverse, soll das Land nicht mal einsehen, dass die Waldbauern ökonomische Interessen haben und die halt nur Fichte machen. Und dann hat aber der Remme gesagt, nee, wenn die öffentliche Hand Fördermittel vergibt, dann bitte auch an Bedingungen geknüpft. Und dann halt auch so, dass da auch Bäume gepflanzt werden, Mischwald, die, wenn es zum nächsten großen Sturm kommt, da auch ein bisschen stabiler sind. So, ne? Also da finde ich jetzt Remmels Position jetzt eigentlich gar nicht schlimm an der Stelle, weil die Waldbauern wollen einfach die schnelle Fichte machen. Was gibt es? Also, es gibt mehr Geld. Ja, die brauchen halt nur, weiß nicht, 30 Jahre oder so, bis sie gefällt werden. Und da kriegen sie das meiste Geld mit. Zweite Sache, warum ich eigentlich mitgefahren bin, wegen den Klausner-Verträgen. Wir hatten danach mit einem kleinen Sägewerk Betreiber gesprochen, das wäre sehr interessant. Es scheint so zu sein, also in Nordrhein-Westfalen ist die größte Agglomeration von Holzverarbeitung in Deutschland und die Sägewerkbetreiber kriegen ja zurzeit nicht genug Holz. Man muss dazu sagen, im Gegensatz zu anderen Gütern, bitte? Die kleinen, genau. Im Gegensatz zu anderen Gütern lohnt es sich nämlich nicht, Holz zu transportieren. Ah, die Transportkosten sind zu hoch. Deswegen lohnt es sich normalerweise nicht, jetzt aus Ostdeutschland oder aus Polen oder so zu Holz zu importieren, hier für die Sägewerkbetreiber, insbesondere halt für die Kleinen nicht. Und dann haben wir da mit einem gesprochen, der meinte, ihm wäre völlig schleierhaft, wie Holz und Wald, wie die Verträge machen. Es scheint nämlich so zu sein, dass auch die privaten Forstbesitzer halt über die staatliche Institution Holz und Wald ihr Holz vertreiben. Und es ist halt eine staatliche Stelle. Und wie die ihre Verträge abschließen mit den Sägewerken, das war dem überhaupt nicht klar. Und das ist ja auch genau das Problem bei den Klausner-Verträgen. Ne? Da geht es ja um Holzlieferungen. Und zurzeit ist es halt wirklich so, dass jetzt viele Sägewerkbetreiber nicht beliefert werden können, wegen den damalig geschlossenen Verträgen halt. Und da ist eine Menge Musik drin und denke, da können wir ruhig dranbleiben. Ich habe eine ganz unqualifizierte Frage. Wenn man jetzt so lange darüber nachdenkt, ob da jetzt Fichte oder Mischwald drauf ist, und Kyrill ist ja jetzt schon ein bisschen her, was wächst denn da jetzt? Eichen, jetzt sind da wahrscheinlich schon längst fünfjährige Eichen drauf. Also wenn das Problem ist also, dass sie wieder aufforsten, dann zum Teil halt mit Weihnachtsbäumen tatsächlich, also wieder Nadelbäume. Wir haben in Deutschland generell ein Anteil von etwa 30% Nadelbäumen in Wäldern und Forsten, natürlich wäre etwa 1%. Und die machen also immer wieder denselben Fehler, dass sie da Monokulturen hinsetzen.
Und sofern die nicht irgendwie bepflanzt werden, also hast du eine normale Sukzession. Da kommen also als erstes wieder irgendwelche Pionierpflanzen, Krautschicht, Kräuter, dann verbuscht das allmählich und irgendwann hast du da wieder einen Wald. Der ist dann allerdings vielfältiger, weil er von alleine entstanden ist. Aber das ist wohl nur auf ganz wenigen Flächen der Fall, wo man die in Ruhe lässt und sich selber überlässt. Ja, also es ist halt so, ich glaube, ein Drittel der Fläche ist nicht, wird nicht, glaube ich, wirtschaftlich wieder benutzt. Für die anderen muss man sagen, die können natürlich Fichte pflanzen, wo sie wollen. Da kriegen wir keine öffentliche Förderung dafür. Darum geht's, ne? Also ansonsten ist ja kann jeder machen, wie er will. Genau. Und aber ein Drittel der Fläche wird halt nicht für Waldwirtschaft wieder benutzt. Und da, ja, das ist halt die Frage, wie man an diese Fläche rangeht, ne? Ja. Also das Problem ist einfach auch dadurch, dass die Fichten ja, die werden in 80 oder 90 Jahren wieder, können die wieder ausgeforstet werden oder benutzt oder abgesägt werden und Buchen, die Remme wohl bevorzugt, da Laubmischwald zu machen, da musst du 180 Jahre haben. Und das ist natürlich für die kleinen Waldbauern total schwierig, und zwar aus dem Grunde, normalerweise machen die das nachhaltig, aufforsten wieder, aber dadurch, dass da jetzt so viel durch Kyrill vor 7 Jahren flachgelegt worden ist, müssen die ja ganz neu wieder, ja, wie soll es, oder umgeweht, müssen die ganz neu wieder anfangen, und das war das Problem. Die haben wohl Gelder gekriegt, aber die müssen Komplementärmittel haben, und kleine Waldbauern, die hatten einfach kein Geld, und dadurch ist viel nicht wieder aufgeforstet worden. Und das, was wieder aufgeforstet worden ist, das hat ein Zuschauer da auch gesagt, das könnte man durchforsten, das muss man normalerweise ja auch, und das könnte dann auch bei den kleinen Sägewerkbetrieben ankommen. Aber dann kommt der nächste Punkt, dass die Leute ihren Wald nicht durchforsten und ihren Wald behalten wollen und auch nicht fällen, weil ein Waldbehalt mehr Geld und mehr Gewinn bringt, als wenn sie zurzeit Holz verkaufen und das Geld anlegen, und es gibt keine Zinsen. Und das haben die da erwähnt, dass aus diesen wirtschaftlichen Gründen angeblich auch kein Waldgeholz wert und kein Holzverkauf wert. Das fand ich auch ein bisschen schwierig. Und dann haben die gesagt, was ich interessant war, waren die Arbeitsplätze, dass die gesagt haben, es sind überhaupt nicht viele Arbeitsplätze verloren gegangen, höchstens in der Sägewerkindustrie, aber die Tourismusindustrie, die ist wieder ziemlich schnell auf die Füße gekommen, und auch diverse andere Betriebe. Und so am Jammern waren die meisten Leute da nicht, bis auf die kleinen Sägewerkbetriebe. Und das hatte Linus ja schon gesagt, da müssen wir eigentlich nochmal nachforschen, wie der Landesbetrieb Wald und Holz eigentlich die Verträge vergibt und wie die kleinen Betriebe beliefern, beziehungsweise wie die überhaupt, eigentlich dürfen die ja gar nicht vermitteln, soweit ich das mitgekriegt habe, dass die Holz vermitteln dürfen, und insofern muss man da nochmal nachgucken, weil die nämlich die kleinen, also der eine Betrieb, mit dem wir uns da unterhalten haben, mir gesagt hat, dass die da in Brilon da diese große Sägewerk 2007, 2008 gebaut haben, und der kriegt angeblich alles Holz jetzt, und das kann irgendwie so nicht sein, und das ist richtig schwierig, und das ist ein riesengroßer Betrieb, und der wird ständig von Landesbetrieb Wald und Holz offensichtlich beliefert. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen, da mal nachzuprüfen nächste Woche. Ich habe ein Verständnisproblem, Entschuldigung, wenn es jetzt zu weit führt, aber wir haben tatsächlich einen regulierten Markt in der Weiterverarbeitung von eingeschlagenem Holz in NRW. Das heißt, es gibt keinen Markt von Waldbesitzern, also Forst Wirten oder Betrieben, die Wald anbohren und dann einschlagen und ihre Abnehmer selber suchen, sondern es gibt eine dazwischen geschaltete, zwingend zu nutzende Einrichtung des Landes, Wald und Holz. Nee, zwingend nicht. Also okay. Die machen das nur für kleine, und die machen es nur, wenn die Waldbesitzer das wollen. Das heißt also, wenn jemand irgendwie ein paar Hektar Wald hat und da verkaufen will, das ist ja meistens
was heißt Nebenerwerb oder Nebenlandwirtschaft. Und die sind selbst nicht in der Lage, sich da Leute zu suchen, die das abkaufen dann. Und ich nehme an, dass die Förster da auch unterstützen, was sie anpflanzen und was gefällt werden darf. Und so, die werden ja mal angestrichen, die Bäume dann sozusagen ausgeforstet. Das machen die nicht zwangsweise. Also das müssen die nicht. Die können sich jemanden selbst suchen. Okay, und warum gibt es dann Wald und Holz? Also ist das, so, ist das die Vertriebsstruktur für den landeseigenen Forst? Ja, okay. Das ist nicht nur Betriebs, also die verwalten auch die landeseigenen Forst. Also okay. Du hast gerade noch erzählt, dass es mehr ökonomischen Sinn macht, den Wald zu halten, als ihn einzuschlagen oder das Holz wirtschaftlich zu verwenden. Wie kann man mit Wald Geld machen, wenn nichts darin passiert? Behalten und warten, bis es wieder teuer wird und bis wir Geld wieder mehr Zinsen kriegen. Ach so. So haben die das jedenfalls behauptet. Ja, man muss halt sehen, was ist der Unterschied zwischen, du schlägst es jetzt ein und packst das Geld auf die Bank, wie viel Zinsen kriegst du da, wie viel Zinsen kriegst du, indem der Wald jetzt weiter wächst. Und wenn gerade die Zinsen halt relativ niedrig sind, lohnt es sich für die eher, jetzt den Wald weiter wachsen zu lassen. Also jetzt aus der Perspektive. Also, aber das sind wirklich ökonomisch. Also, da saß auch ein Podiumsteilnehmer da oben und halt Forstbesitzer und alle Sägewerke haben gesagt, boah, wir brauchen mehr Wald. Er hat gesagt, naja, Zinsen sind gerade im Eimer, warum sollen wir jetzt verkaufen, ne? Ja, also, wie du gesagt hast, heute in der Presse, Remmels sagt, die 29% Landesfläche, die hier Waldbestand sind im Bundesvergleich unterdurchschnittlich. Im Bundesdurchschnitt haben wir 33% oder sowas Grundfläche Wald. Und NRW müsse sich unabhängiger machen von anderen Waldanbaugebieten. Und der Anteil von Wald müsse konzentriert angehoben werden auf mindestens den Bundesdurchschnitt. 4%, das ist eine Steigerung um 15% fast. Also mal 13%. Also weil es halt hier die holzverarbeitende Industrie halt gibt. Und also das scheint eine Agglomeration zu sein, die, wie Sie meinten, beziehungsweise hat der Wissenschaftler ja auch gesagt, deutschlandweit am größten ist und deswegen auch fast schon eine europäische Dimension hat. Und wenn man sozusagen das Problem nicht löst, also wenn es hier wirklich zu wenig Holz gibt und man kann ja Holz ganz schlecht transportieren, dann würden halt hier auch die Sägewerke sterben. Und dann wird man halt dieses Cluster auch ganz klar schwächen. Also man hat einen Struktureffekt. Erstens, die Kleinsägewerke haben sowieso überall außer in Österreich ein massives Problem und da auch. Zweitens gibt es im östlichen Nordrhein-Westfalen einen Schwerpunkt Kastenmöbelindustrie. Das sind Küchenmöbel, normale Schränke und so weiter. Das sind Kastenmöbel, keine Polstermöbel. Und wir haben dort Holzwerkstoffindustrie. Das sind Spanplatten, mitteldichte Faserplatten und so weiter. Das heißt, wir haben es gar nicht so sehr mit Vollholz zu tun, sondern mit der Weiterverarbeitung. Das heißt, die Wertschöpfungstiefe ist ziemlich groß und damit haben wir natürlich einen hohen Multiplikatoreneffekt. Spannendes Thema. Ich habe meine Arbeit zum Schluss. Haben wir dazu noch Ergänzungen oder was anderes zum A17? Dann machen wir jetzt A18. Kai, weißt du noch, was du sagen wolltest? Ich versuche das mal wieder hochzuholen. Wir hatten letzte Woche eine großartige Anhörung zur Wirtschaftsspionage. Vielleicht kann der Linus da gleich noch mal was zu sagen. Aber vorab kann man wohl sagen, dass die Anzuhörenden, abgesehen von einem Verfassungsschlüssler, fast durchweg auf unserer Linie waren. Also keine großartigen Abweichungen. Die Anhörung hat mal richtig gut getan, da zu sitzen und das zu hören, was die Experten dazu zu sagen hatten. Wir haben jetzt am Mittwoch die Anhörung zu den Bürgerenergieprojekten. Da haben wir gerade alle Zuschriften bekommen und sitzen in der Auswertung. Wir haben am Mittwoch auch beide unsere Anträge vorher im Ausschuss auf der Tagesordnung. Witzig dazu ist, dass in der Debatte zum NLAG, zu unserem Antrag, das Ausbauszenario möglichst schnell wieder zu überprüfen, ist uns dann gesagt worden, ja, da gibt es ja einen Überprüfungsintervall und was soll denn das jetzt? Dazwischenfunken ist ja nicht gut, dafür gibt es ja den Überprüfungsintervall, der kommt regelmäßig wieder. Das tun wir ja alle schon.
so, das waren so die Dinge, die da zum Beispiel vom Hovenjürgen von der CDU kamen. Und dazu ist es witzig zu wissen, dass gestern bei Spiegel Online Frau Merkel gesagt hat zum Vorstoß von Seehofer, dass sie natürlich aufgrund der aktuellen Situation, dass man jetzt sich klar bewusst sei, dass der Ausbau offshore nicht so schnell voranginge, nochmal das NLAG ins Auge fassen würde, also nochmal darüber reden würde, wie das Ausbauszenario auszusehen hat. Also die Merkel tut im Prinzip das, was wir im Antrag verlangt haben, ohne dass wir das hier irgendwie bestätigt bekommen von der Landespolitik. Okay, dann kann man sagen, okay, dann brauchen wir auf dem Weg dahin die Fraktionen gar nicht, wenn die Merkel, wenn die Große Koalition das selber im Auge hat, ist ja alles gut. Dann haben wir auch unseren Ökostromantrag nochmal drin. Und ich habe noch was zum A17, da habe ich nämlich ein Problem. Ich kann heute Nachmittag nicht an der Vorbesprechung teilnehmen, weil wir einen anderen Termin vorbereiten heute Nachmittag. Ich habe die Tagesordnung auch noch nicht gesehen. Ist Energie drauf oder ist Energie nicht drauf? Energie und auch Bergbau. Okay. Kannst du mir da die Ausarbeitung vorab, was du machst, und dann mit Christopher auch klären, was er eventuell machen muss, sodass wir das in der Vorbereitung haben, dass ich dann, das ist nämlich das nächste Problem, am Mittwoch noch dazustoßen kann. Der ist ja um 15.30 Uhr, wenn ich das richtig sehe. Ich habe momentan Termine eingetragen, A18, 10 bis 12 Uhr steht hier erstmal. Aber dann 13 Uhr bis 15.30 Uhr Anhörung, Bürgerenergieprojekte, und danach 15.30 Uhr bis 18 Uhr den A17. Ich glaube jetzt nicht, dass die Anhörung Bürgerenergieprojekte so lange braucht, wie sie hier steht, aber das kann immer mal passieren. Also von daher, ich weiß nicht, ob ich rechtzeitig da sein werde zum A17. Das wollte ich nur mal vorab anmerken. Sodass eventuell Danebot da auch Gewehr bei Fuß steht und das im Griff hat, wenn es dann kommt. Wenn es dazu kommt. Dann noch was zu der Vernetzung mit der Partei. Und zwar insofern, als dass ich mit Simone am Wochenende gesprochen habe, hier über den AK Energiepolitik und den AK Kulmf auf Landesebene. Ich habe gestern Abend alleine gesessen in der Sitzung im Mumble und habe mir dann gestern Ich habe einfach Mammel aufgehabt und gewartet, dass jemand kam. Ich habe natürlich auch nicht vorangekündigt, das vergesse ich auch immer regelmäßig. Aber ich glaube, ich werde dann den AK Energiepolitik NRW auflösen und das Angebot annehmen vom AK Kulmf, mich dem anzuschließen, weil ich ja ohnehin der Meinung bin, dass Energie im Bereich Umwelt und nicht im Bereich Wirtschaft abgewickelt werden sollte. Von daher erstmal danke für das Angebot und das werde ich dann mal die Tage kommunizieren. Dann, weil der Oliver es angemerkt hat, zum Fraktionentreffen. Ja, der Slot mit dir, mit der Mobilität war ganz interessant, ganz spannend. Ansonsten, ja, sag mal, Selbstbeschäftigung galore. Das kann man alles toll finden. Mir ging es nicht so. Wir haben einen Slot gehabt um 14 Uhr, der hieß EEG 2.0. Da saß ich mit Dänebord und Stefan Fricke alleine. Und unter solchen Voraussetzungen brauche ich halt auch kein Fraktionentreffen. Werde ich mir fürs nächste Mal überlegen, ob ich daran noch teilnehme. Also ich bin dann ja Sonntag auch nicht mehr gekommen, weil ich die Fresse voll hatte von dem Scheiß. Feedback von den anderen, was ich so gehört habe, war tatsächlich, dass das zum ersten Mal vernünftig vorbereitet gewesen wäre. Das ist wahrscheinlich dann Oliver zu verdanken. Und dann gibt es dann Diskussionen, wie man sich untereinander vernetzt, über die Landtage hinweg. Finde ich persönlich auch sehr witzig, dass man darüber reden muss, wie man sich über die Landtage hinweg verständigt. Es gibt da auf Bundesebene eine Struktur, die nennt sich AG oder AK. Da kann man, ich zum Beispiel bin dann regelmäßig in der AG Energiepolitik. Und wenn das die anderen Fraktionen auch tun würden, hätten wir eine einwandfreie Vernetzung. Da muss man nicht noch irgendwie was an der Parteibasis vorbeistrecken. Da kann man einfach die Struktur nutzen, die Partei schon hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sowas finde ich absurd, dann solche Diskussionen hier mit 24 Leuten zu füllen und neben an die fachpolitische Diskussion also quasi ad acta zu legen. Das wollte ich mir mal von der Seele reden an der Stelle, weil mir das echt gestunken hat am Wochenende.
Zudem gab es dann wohl auch noch Probleme mit dem Personal, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und dann würde ich gerne mal an den Linus weiterleiten wegen der Wirtschaftsspionage-Nummer. Die war nämlich wirklich sehr spannend. Eine Nachfrage, was ist Personal? Nee, gab ein paar Differenzen hier, aber es ist egal, nicht so wichtig. Das hat, glaube ich, nichts mit dem Energie- oder Umweltthema zu tun, das war was anderes. Also ich will das unterstützen, was Dave Kay sagt, absolut. Das ist ein Problem. Wir haben auf anderen Fraktionstreffen schon beschlossen gehabt, dass wir uns da vernetzen. Wir haben Mail-Adressen ausgetauscht und es ist nichts gekommen. Alle Versuche, da irgendwas mal gemeinsam zu machen, zum Beispiel zum Clearfield-Raps, sind völlig im Sande verlaufen. Und da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Und das muss über die AGs laufen. Das sind die Strukturen, die wir haben im Bund. Und verdammt, dann sollen die Leute dahin. Das sehe ich ganz genauso. Also ich sehe nicht, dass wir jetzt noch eine zweite Struktur irgendwie schaffen, irgendein Formalfu aufbauen, was dann nicht genutzt wird. Verdammt, benutzt die Struktur, die da ist. Ne? Ja, vielleicht nochmal zur Anhörung Wirtschaftsspionage. Ich schließe mich da Kai an und ich finde auch, dass es gut gelaufen ist. Interessant zu erwähnen ist, drei unserer Experten haben kurzfristig abgesagt. Das hatten wir noch nie. Ja, unserer. Ja, das hatten wir noch nie. Wir hatten natürlich die Leute angefragt, ob die Lust haben und die konnten sich auch nicht langfristig entschuldigen, sondern am Tag vorher auf meine Nachfrage, warum ist noch keine Stellungnahme eingegangen? Ich ist plötzlich kurzfristig erkrankt oder zu viel zu tun oder so. Ich weiß nicht, vielleicht war denen das Thema zu heiß. Ich weiß es wirklich nicht. Ganz unterschiedlich. Professor, dann ein Beratungsunternehmen, dann ein Wissenschaftler aus Berlin. Die Grünen hatten CCC eingeladen, der ist mal wieder nicht gekommen. Also da die Erfahrung haben auch wir gemacht, jedenfalls haben die bei uns beim letzten Mal eine Vertretung geschickt. Aber also wenn man da, jedenfalls ist es meine Erfahrung, irgendwie Frontmänner einlädt oder Konstanze Kurz oder so, jedenfalls sind die bei uns noch nicht irgendwie erschienen. Ja gut. Wenn man Frontleute, also wichtige, bekannte Personen vom CCC einlädt, dann muss man damit rechnen, jedenfalls nach meiner Erfahrung, dass sie entweder nicht kommen oder eine Vertretung schicken. Wobei das bei der Anhörung, die es da geht jetzt, war das in Ordnung. Das war nämlich thematisch sehr gut, was da geliefert hat. Die Vertretung. Ja. Genau, die Vertretung, ja. Genau, aber beim letzten Mal jetzt in die Verwirtschaftsanhörung. Genau, wir haben dann relativ scharf halt den Leiter des Verfassungsschutzes hier in NRW angegriffen, in der Anhörung selbst. Da finde ich das Interessante, das muss man sich mal vorstellen. Das ist wirklich eine bürokratische Behörde, die es ist ganz schwer zu trennen, ob Spionage passiert durch ganz normale Internetkriminalität, durch Konkurrenzspionage, also konkurrierende Unternehmen, oder durch Nachrichtendienste. Das nennt sich Wirtschaftsspionage. Wirtschaftsspionage ist das von Nachrichtendiensten, von Geheimdiensten, von staatlicher Stelle. Und das kann man einfach ganz schwer trennen. Da hat man einfach keine Beweise. Wir haben darüber geredet, was will denn der Verfassungsschutz für einen Beweis haben, dass sie mal ermitteln können. Und das ist klar geworden, selbst wenn es einen Anfangsverdacht gibt, in einem Unternehmen könnten Daten abgeflossen sein, dann lässt es sich einfach nicht feststellen, was der drei Arten von Kriminalität es war. Wenn es allerdings sich nicht feststellen lässt, dass es Wirtschaftsspionage ist, also von einem fremden Staat, ausländischen Staat, dann darf der Verfassungsschutz nicht ermitteln, weil das dann nicht mehr in seinem Zuständigkeitsbereich fällt. So, das heißt also, die haben überhaupt nichts, die haben keinen Anfangsverdacht, die können nichts machen und solange kein Beweis da ist, dass hier ganz klar, ja, ist, die stehen völlig in der Luft und können gerade aufgrund ihrer Zuständigkeit eigentlich. Hätte sich reinstellen können und sagen, mein Name ist Schmidt, ich weiß von nichts. Also, ne, also das ist, muss man, also das muss man auch wissen, wenn man sich fragt, was machen eigentlich staatliche Stellen an der Stelle. Die Linke überprüfen. Ja. Vielleicht ein letztes Wort dazu. Also ich fand, das war jetzt vielleicht auch zufällig, aber die richtige Anhörung zur richtigen Zeit. Wir hatten davor war Wirtschaftsspionage in aller Munde, in sämtlichen Medien und aber das Medienecho auf die Anhörung jetzt war ja ganz gering. Wobei das Echo der Abgeordneten auf die Anhörung war ja auch relativ gering. Also ich habe die über Twitter DM die Frage bekommen, ob wir an dem Tag jetzt unsere Fraktionssitzung in dem Plenarsaal hätten, weil wir tatsächlich so massiv da aufgetreten sind in der Anhörung, irgendwie mit 8 Leuten oder mit wie vielen wir da waren.
Ja, das sind ungefähr genauso viel wie alle anderen zusammengestellt haben an Abgeordneten in dieser Anhörung. Das Interesse der anderen an dieser Anhörung war, sage ich mal, marginal. Ja, das stimmt. Ausgenommen die Grünen. Die Grünen, genau, der Bolte. Genau, aber ich meine, wir hatten eigentlich auch, oder dachte ich eigentlich, dass wir damit mal ein bisschen nach außen kommen. Wir haben ja auch ein Streaming gehabt, aber die Presseberichterstattung war wieder unterirdisch. Also, ja, das ist halt abgesprochen, das machen die so. Du kannst machen, was du willst. Und? Einfach munterwischen weitermachen. Ja, natürlich. Die Schund- und Rotzpresse hier in NRW einfach geschissen ist drauf, gut ist. Ja, das ist richtig. Also ich glaube, die Gigaliner-Anhörung wurde auch von uns initiiert. Sie wurde auch berichtet, aber ohne dass mitgeteilt wurde, dass die Piraten auch nur im Raum waren. Braunkohle, Aktuelle Stunde, genau dasselbe. Wir haben es gemacht. Kein Wort über uns in der Presse. Fast, also ein, zwei Zeitungen haben das geschrieben, dass wir das waren und uns auch zitiert. Und alle anderen nicht. Also, ne? Das ist oft vorkommt. Ich finde es nicht befriedigend. Insbesondere dann nicht, wenn es aus meiner Sicht ich sage jetzt mal Markenkern wurde, wie die Piraten öffentlich wahrgenommen werden, berührt. Ja, also ich meine, dass vielleicht Piraten nicht so große Aufmerksamkeit in der Presse bekommen bei Themen, die vielleicht auch mit anderen Leuten verbunden werden, könnte man vielleicht verstehen, kann man auch drüber meckern. Ne? Aber wenn es jetzt hier um NSA und Internet geht, finde ich, ist das noch unbefriedigender als sowieso schon. Ich gebe dir natürlich völlig recht. In zwei Wochen kannst du lesen in der Zeitung, das wäre ja ein Thema für die Piraten, aber die haben ja nichts dazu getan. Denn wir haben ja nichts geschrieben. Haha, das machen sie seit zwei Jahren so und das war mit Ansage. Die haben direkt vor der Landtagswahl sind sie zur Linken gegangen und haben denen gesagt, ihr fliegt ja jetzt raus, die Piraten kommen rein und mit den Piraten werden wir genau dasselbe machen, was wir mit euch gemacht haben. Das war eine Nummer mit Ansage. Ja? Ja, aber ich finde es halt falsch, da mit Fatalismus drauf zu reagieren. Ich finde, umso mehr muss man sich, natürlich, ich habe jetzt auch kein Patentrezept, ich wollte es nur mal anbringen, aus meiner Sicht, also ich werde auch mal mit Ingo einfach sprechen, ob er irgendeine Lösung hat, ob er eine Meinung dazu hat, ne? Aber dass wir das nicht ganz so hinnehmen, vielleicht, dass so, das ist es einfach. Und, genau, ja. Man nimmt es nicht mehr ganz so hin. Dir bleibt gar nichts anderes übrig. Du hast eine freie Presse, die kann schreiben, was sie will und verschweigen, was sie will. Und genau das tun sie auch. Und du kannst sie zu nichts zwingen oder irgendwie Druck auf die ausüben. Vergiss es. Wir machen weiter und wenn die so mit uns umgehen und was sie ja tun, ist, dass sie ihre Leser massiv anlügen und jeden Tag ins Gesicht rotzen. Und da bin ich nicht bereit, das in irgendeiner Form mitzumachen. Das heißt, da mache ich keine Pressearbeit mehr, mit diesen Leuten jedenfalls nicht. Fertig. Wir haben letzte Woche Montag auf unserer Referentenklausur zu diesem Punkt auch diskutiert. Wir sind natürlich zu demselben unbefriedigenden Befund gekommen, dass die Öffentlichkeitsarbeit nicht zufriedenstellend ist, dass die öffentliche Wahrnehmung nicht zufriedenstellend ist, aber dass wir daran erstmal nichts ändern können, sofern wir über 1.0-Medien sprechen. Die sind so, wie sie sind und das kann man jetzt beklagen, man kriegt es nicht geändert, aber wenn man sich die Wähleranalysen etwas genauer zu Gemüte führt, nochmal genauer draufschaut, wer mit piratigen Themen sympathisiert, wer die Piraten gewählt hat oder sich vorstellen kann, die Piraten zu wählen, dann sind es gerade nicht die, die 1.0-Medien lesen. Und deswegen brauchen wir sowas wie eine Guerilla-Taktik. Wir brauchen eine subversive 2.0 Öffentlichkeitsarbeit. Das ist total Banane, ich weiß. Aber man muss es ja auch... Ja, genau. Also es hätte ja längst mal beginnen können. Ne? Also das muss man sich schon auch selber vorwerfen. Bedienen wir die Medien, über die wir kommunizieren können? Bedienen wir in einer interaktiven Weise die Kanäle, mit denen wir kommunizieren und uns auch verbreiten können. Ich glaube schon, dass wir hier noch, auch hier, gerade hier, Defizite haben, die es zu beheben gilt. Und insofern, 1.0 interessiert uns nicht, wählen uns eh nicht. Der durchschnittliche Zeitungsleser ist, glaube ich, über 50 Jahre alt. Die wählen uns nicht. Langsam von der Anhörung. Was nicht schlimm ist, wenn wir das tun wollen, aber ich weise darauf hin. Sonst noch was dazu oder zu verwandten Themen oder zu A18? Gut, dann haben wir noch
Ich Vollständigkeit halber frage ich nach, Parlamentariergruppe Bahn, was passiert? Ah, den nehmen wir auch noch. Den habe ich vergessen. Nein, da ist jetzt nichts passiert. Aber es gibt ein Treffen. Also ich habe die Einladung zu einem Treffen bekommen der Parlamentariergruppe Bahn, zur Sprechstunde natürlich, aber... Okay. Ja, das ist kein Treffen, das ist nur die Sprechstunde. Es gibt einen Sprechstundezettel, wie immer zum Plenum, oder wie oft, und dann kommen wir zu 18.1, Unterausschuss Bergbausicherheit. Prinzipiell nichts Neues, aber interessant ist nach wie vor die Situation um die Salzbergwerke. Es gibt ja die Initiative, die Schlichtungsstelle für alle Bergbauarten einzuführen, für eine Gleichbehandlung aller Geschädigten. Und spannend daran ist halt die Haltung der SPD gegenüber, oder eines Abgeordneten der SPD gegenüber den Salzbergwerken. Also auf den Salzbergwerken wurde so in der letzten Sitzung ein bisschen drauf rumgedroschen. Und ich finde eigentlich einfach keine Fakten, die das begründen. Also es scheint wohl tatsächlich zwei Fälle zu geben, die wirklich strittig sind, von denen ich einen Fall relativ gut kenne mittlerweile durch Berichterstattung von allen möglichen Seiten, wo eigentlich relativ klar ist, dass es da um ältere Schäden geht, als jetzt behauptet wird. Und wo mir nicht klar ist, warum dann der eine SPD-Abgeordnete das so nutzt, um da öffentlichkeitswirksam gegen die Salzbergwerke zu stänkern. Das ist schon eine relativ schräge Nummer eigentlich, weil die Fallhäufung in Braunkohle, Steinkohle und Salz ist deutlich unterschiedlich. Natürlich ist die RAG da am stärksten betroffen, weil die natürlich auch das größte Gebiet und die meisten Stollen und sowas haben. Aber das Problem im Salzbergbau ist eigentlich wirklich mit marginal schon ausreichend umfangreich beschrieben, sage ich mal. Und wenn man sich die Zahlen dazu anguckt, dann wird überhaupt nicht klar, also mir jetzt mittlerweile nicht mehr klar oder so richtig klar, wie man das dann am Ende verpackt, wie man am Ende, ja, warum man da so ein Fass aufmacht, das verstehe ich nicht. Also das hätte man alles deutlich geräuscharmer lösen können. Und es zeigt mir eigentlich nur mal einmal mehr, dass Politik meistens verstanden wird als ausschließlich öffentlichkeitswirksam irgendwelche Dinge von sich geben. Und ich muss sagen, dass mir das an der Stelle auch deutlich missfällt. Also ich bin bestimmt kein Mensch, der sich pro Industrie aufgestellt hat. Aber an der Stelle habe ich einfach das Gefühl, da wird einfach eine Industrie zu Unrecht wirklich an den Pranger gestellt. Das ist mein bisheriger Eindruck. Und das verwundert mich stark, weil ich aus meinem Selbstverständnis heraus so bei der Industrie erstmal sage, dem muss ich jetzt nicht Puderzucker in den Arsch blasen und da sind jetzt SPD und CDU deutlich besser mit unterwegs mit solchen Methoden. Aber in dem Fall das Gefühl habe, dass ich da denke, hey, jetzt musste mal irgendwie diese Leute, die da für diese Industrie stehen, so ein bisschen in Schutz nehmen. Ist eine neue Erfahrung für mich, sag ich mal, die ich aber immer noch nicht ganz sortiert bekomme. Vielleicht fehlen mir immer noch Fakten, das weiß ich nicht. Aber irgendwie reibt mich das so ein bisschen auf, da dieses Thema, weil ich nicht ganz sortieren kann, warum da die einzelnen Akteure so agieren, wie sie agieren. Diese Salzbergwerke würde mich insofern interessieren, weil ich weiß, dass KS zum Beispiel Bergwerke, ich glaube aber, das war in Hessen und Thüringen und ich weiß nicht, ob das hier in NRW auch so ist, die haben da Kondensatoren gelagert, die sie nachher wieder wegtransportiert haben nach Dortmund und da sind die ja unter unmöglichen Arbeitsschutz- und Umweltbedingungen
auseinandermontiert werden, sollten recycelt werden. Und die Firma ist ja dicht gemacht worden. Weil das war Envio, dieser große PCB- und Dioxinskandal in Dortmund. Der noch Envio hat das ist. Da. Und die haben die Kondensatoren teilweise von KS aus ihren Salzbergwerken, die sie da vorher eingelagert hatten, gekriegt. Die sind dann transportiert worden mit Werkvertriebsleuten und Leiharbeiter, die irgendwie aus dem Ausland kamen, und kein Mensch konnte das nachher mehr nachvollziehen, wer da krank geworden ist davon und nicht. Und wer hat das damit was zu tun? Also könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Die haben also eben auch, also Thüringen und Hessen, wo sie in erster Linie wohl arbeiten, dann leiten die aber jede Menge Salz in die Oberflächengewässer ab, also Werra und Fulda, und dann in die Weser. Und das betrifft dann eben auch Nordrhein-Westfalen, ja, weil die Flüsse hier halt Weserbergland und so weiter dann durch nordrhein-westfälisches Gebiet fließen. Ich kriege auch regelmäßig ein Newsletter von der Firma. Da steht aber nichts drin, das ist halt so ein allgemeiner Reklame-PR-Newsletter, wo nichts wirklich Interessantes drin steht. Also nicht etwa, dass sie großartig zugeben, dass sie da ein Problem haben mit ihren Salzeinleitungen, sondern dass sie immer nur sagen, ja, Grenzwerte werden eingehalten und wieder hat eine Bürgerinitiative mit einer Klage verloren, weil wir hatten Recht und so weiter und so fort. Das hat aber mit Bergschäden also wenig zu tun. Dann, ne? Das ist ein anderes Thema, was der Salzbergbaubetrieb hier. Deshalb ist, ich weiß nicht, ob der SPD-Abgeordnete, den du da erwähnt hast, ob der wirklich so auf die Bergschäden tatsächlich zielt oder auf andere Umweltprobleme im Zusammenhang mit Salzbergbau. Nee, geht tatsächlich um die Bergschäden. Geht tatsächlich um diesen einen Fall, für den er sich stark gemacht hat, wo ich nach Gesprächen auch mit dem Verband der Bergbaugeschädigten eigentlich relativ klar zu der Erkenntnis komme, die Schäden, die der Mann da, also das ist mein Eindruck, die er da reklamiert, dass die älter sind als das, was er angibt, und dass er im Prinzip, den Eindruck habe ich gewonnen, dass das Gebäude mit den Schäden gekauft hat und jetzt irgendwie versucht, da von dem Salzbergbetreiber was zu bekommen. Wobei dann auch noch die Analyse sagt, dass es eher nicht mit dem Salzbergbau zu tun hat, sondern einfach auch normale Schäden sind am Haus, die, also das zu erklären ist jetzt kompliziert, aber im Prinzip zeigt das Schadensbild nicht das, was das Salzbergwerk macht, so eine Mulde, sondern im Prinzip das Gegenteil. Also das sieht man, das wird dann von Bauingenieuren irgendwie erklärt genau oder beziehungsweise bewertet. Aber dieser Schaden entspricht nicht dem typischen Schadensbild und ist damit eher dem sowieso nicht zuzuordnen. Und dann ist das Ding auch noch deutlich älter. Und ja, da kann man einfach hingehen und sich in die Presse stellen und sagen, hier, ich setze mich für diesen Mann ein. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Und die Frage ist, ob es auch korrekt ist. Die Frage ist auch, ob es korrekt ist, sich einfach auf eine Seite zu schlagen, die objektiv gesehen wahrscheinlich daneben liegt, und dann damit irgendwie Wind zu machen. Das, also wie gesagt, ich finde das schwierig. Vielleicht bin ich auch falsch, aber meine Wahrnehmung ist da so, dass der sich da für etwas einsetzt, was so nicht haltbar ist. Gut. Ansonsten noch was zu Bergbausicherheit. Ich würde gerne noch, bevor wir noch zum sonstigen Bereich kommen, fragen, ob die Anwesenden zum Thema PUR RBLB ist, glaube ich, nicht hier, aber zum Thema Enquete-Kommission Chemische Industrie noch was sagen wollen, wenn es auch danach nicht öffentlich ist. Habt ihr was zu berichten aus der Enquete? Wir können es nachher noch nicht öffentlich machen. Nein, okay. Ja, Enquete ist ja nicht öffentlich für den Stream, ja. Deshalb müssen wir dann auch manchmal ein bisschen Infos würde ich kriegen, auch wenn sie vielleicht nicht brandneu sind, aber ich weiß so gar nicht, was bei euch passiert. Das mag an mir liegen, aber wenn ihr kurz so den Verlauf der Enquete für mich schildert und vielleicht auch die Inhalte, die politisch bewertbar kommunizierungsfähig sind, ohne Stream. Also nur inhaltlich. Genau, also wir können vom Fortlauf des Berichteschreibens haben wir ungefähr ein Drittel bis jetzt soweit fertig. Gab es ein bisschen Verzögerungen durch unterschiedlichste Gründe, warum das jetzt nicht noch weiter fortgeschritten ist. Wir haben mehrere
nicht öffentliche Anhörung zu den Themen gehabt, die vom Mehrwert der Informationen durchaus unterschiedlich waren. Wir haben jetzt so einen Modus gefunden, dass wir ungefähr immer 5 Sachverständige anhören. Das ist von der Menge her gut zu tragen und vom Informationsgehalt dann auch ausreichend. Wir haben mehrere Tagungen besucht zu den Themen und uns da weiter informiert und schreiten so fort, würde ich sagen. Also mittlerweile funktioniert es sehr gut, sammeln da unsere Informationen zusammen. Also es gab kritische Punkte, dass das Verständnis des Strukturaufbaus nicht von allen 5 Fraktionen gleich verstanden wurde, sondern von 4 gleich verstanden wurde und von einer Fraktion anders verstanden wurde, was dann durch mehrfaches Wiederholen der Struktur dazu geführt hat, dass mittlerweile alle das gleiche Bild haben oder zumindest behaupten, das zu haben. Das wird man dann sehen, wenn wieder geschrieben wird. Was vielleicht im Verständnisvermögen einzelner Personen begründet ist oder so. Wie ist der Stand politisch zu bewerten? Wir haben politisch noch keinen Stand, würde ich sagen. Also wir haben ja versucht, thematisch wissenschaftlich möglichst politfrei zu bleiben bis zum Punkt der Bewertung und die haben wir jetzt aufgeschoben, um eben nicht jetzt schon in die Diskussion zu kommen, wie bewerten wir etwas, wenn wir noch nicht alles aufgenommen haben. Also es wurde halt darum gebeten, Einzelthemen jetzt schon zu bewerten und wir haben uns dafür stark gemacht, die Themen insgesamt zu bewerten. Man kann sich natürlich jetzt schon Gedanken machen, wie man einzelne Punkte bewerten würde, das wird aber noch nicht diskutiert. Und dann ist es eben auch noch, wie stark ist man fraktionsintern vernetzt und rückkoppelt das zurück. So viel Politik geht dann halt auch rein, wenn da sozusagen der Bedarf besteht, das zu politisieren oder eben nicht. Und da sind halt die Probleme, dass manche Fraktionen stärker politisieren wollen als andere und da ist dann immer der Kampf der anderen zu sagen, wir möchten das jetzt noch nicht. Danke für diesen Bericht. Pua BLB können wir nichts berichten. Ich habe noch einen kleinen Kommentar, weil ich es gerade eben in der Presseschau, Piratenpresseschau gesehen habe und mich daran nochmal erinnert hat zur Pressearbeit. Abgesehen von Web 2.0 und Aktionen und Campaigning und Sonstiges, scheint es immer sehr erfolgreich zu sein, die Sachen, die wir in der Fraktion machen, auch auf die lokale Ebene zu tragen. Und ich sah gerade, dass Sie in Solingen unseren Denkmalschutz Bemühungen aufgenommen haben und die haben sich für ein konkretes Projekt in Solingen eingesetzt, dass das, weil das bedroht ist und haben uns zitiert und haben gesagt, ja, die Piraten, wir sind froh, dass sie unsere Piratenfraktion da die richtigen Sachen im Landtag vertritt und gegen die Pläne von Rot-Grün gestimmt hat. Und das hat wiederum die lokale Zeitung aufgegriffen, in dem Fall sogar die Rheinische Post. Die Rheinische Post ist halt im Lokalteil auch ein bisschen was anderes als die Rheinische Post. Und das ist immer so. Und das ist generell immer so. Und in Neuss hatten wir auch schon, weil die sich Neuss sehr viel Mühe gegeben haben, das Lokal immer noch mal zu bringen, in Neuss hatten wir auch schon sehr oft was drin. Auf den Gebieten, wo die Piraten lokal aktiv sind, haben wir auch schon oft Fraktionsthemen drin gehabt, die landesweit nicht gelaufen sind. Da können wir auch ein bisschen mehr uns Mühe geben. Ich weiß, das ist eher ein Appell jetzt an die Abgeordneten als an die Referenten. Beziehungsweise an die, die in die Partei vernetzt sind, aber es lohnt sich, glaube ich. Wir haben ansonsten jetzt noch auf der Tagesordnung stehen gehabt, Umgang mit AK-Terminen und Veranstaltungen, wie wir da demnächst mit umgehen. Ich bin jetzt ein bisschen platt, um darüber zu diskutieren, auch wenn es sehr, sehr wichtig ist, aber es liegt auch, glaube ich, noch nichts vor. Wir sind da noch nicht weitergekommen, da daran zu arbeiten, dass wir es mal schaffen, wirklich irgendwie regelmäßige Termine anzubieten. Ich meine jetzt hier unseren AK hier. Wir haben ja gesagt, wir wollen mal zum LEP einen Termin, dann hatten wir einen Doodle und das Doodle hat nicht so richtig geholfen, einen gemeinsamen Termin zu finden, wo alle können. Wir haben einen Raum, den wir hatten, wieder abgesagt. Also wir hatten ein Budget und einen Raum, aber haben es wieder abgesagt. Da müssen wir dran arbeiten. Ich fühle mich aber gerade nicht so richtig imstande, da jetzt groß was zu beizutragen. Ich weiß nur, dass es wichtig ist.
Möchte dazu jemand noch was sagen oder hat jemand noch ein anderes sonstiges Thema auf dem Herzen? Dann haben wir erstmal die Themen hier durch für den AK und ich würde sagen, manche von euch sehe ich gleich im AK 3 wieder oder beim Essen. Ansonsten findet ihr mich oben im Bett bei meinem Büro. Ich habe da aber noch keins hingestellt. Irgendwann rächt sich, ich wusste es. Okay, gut. Ja. Ansonsten treffen wir uns hier, glaube ich, 2 Wochen wieder, wenn da nicht Rosenmontag ist. Nein, wir haben den Rosenmontag, überspringen wir, glaube ich. Naja, also wir überspringen, glaube ich, den Rosenmontag. In 2 Wochen wäre 1 Woche vor Rosenmontag. Genau, und da treffen wir uns tatsächlich. Das ist ein Tag vor der Klausurtagung. Es ist zwar sitzungsfreie Zeit, aber ja keine Ferien. Nach unseren Regeln treffen wir uns. Doch, das ist eine Unterscheidung, die wichtig ist für Leute, die Kinder haben, die zur Schule gehen. Egal, wir haben das mal so vereinbart. Was machen die, wenn die einen normalen Job annehmen? Streiten sich mit den Kollegen, die...